Es gibt ja dieses deutsche Lied, ich glaube, das nennt man Nationalhymne, da steht drin, Einigkeit, Recht und Freiheit. Ich weiß nicht für wen, aber da steht das so drin. Und weil das da so drin steht mit Einigkeit und Recht und Freiheit, hat zu mir jemand gesagt, Mensch, ich würde gerne ein bisschen was darüber erzählen. Ich würde gerne ein bisschen was über die Menschenwürde erzählen. Das ist ein Mann, der kommt vom Staatsapparat direkt. Der hat sich jetzt 6 Wochen hier auf dem Platz immer versteckt, bis ich ihn mal rausgeholt habe und gesagt, wird Zeit, du redest immer viel im Hintergrund, jetzt machen wir den Mund, so sagt man das, jetzt machen wir den Mund auf der Bühne raus und erzählen wir, was dich wirklich bedrückt und was die Menschenwürde betrifft. Und deswegen begrüßen Sie mit mir ganz herzlich unseren Förster. Vielen Dank. Also Dirk, vielen Dank, du bist echt ein Arsch. Ich wollte ja nicht, dass der verrät, dass ich Beamter bin, weil ich habe einen guten Bekannten, der hat gesagt, der nächste Krieg, den wir führen, führen wir gegen unser Beamte. Grüße meine Kollegen. Die wissen auch, dass ich ganz vorsichtig sein muss mit dem, was ich sage, weil jeder Beamte hat ja einerseits die Pflicht zur Verschwiegenheit, was den Staatsapparat angeht, aber andererseits auch die Pflicht zur Loyalität gegenüber dem Dienstherrn. Und mein oberster Dienstherrn ist das Land. Ich bin sozusagen Forstbeamter. Und ich wollte mich auch jetzt nicht namentlich vorstellen, also ich gebe euch gleich meinen Künstlernamen bekannt und ein Rätsel und dann könnt ihr mal ja vielleicht googeln, wer ich wirklich bin, also ich sage euch nicht meinen wirklichen Namen. Aber ich hätte noch Anliegen an euch, es geht ja auch um Menschenwürde, es geht um Staat und vor der Französischen Revolution, da hat der Sonnenkönig gesagt, als man ihn gefragt hat, ja König, Sonnenkönig, wer ist dann der Staat? Und dann hat der Franzose gesagt, l'État, c'est moi. Also der Staat, das bin ich. Und ich würde das gern umdichten und würde gern sagen, l'État, sommes nous. Also wenn ich sage l'État, sagt ihr ganz laut, sommes nous, genau. Und das ist jetzt, ich habe mal was heute in den letzten 5 Wochen von der Mitmachpartei gehört, die ist leider sang- und klanglos gegen die Wand gefahren. Ich würde aber jetzt heute gerne eine Mitmachrede probieren und da hätte ich noch eine zweite Formel. Wenn ich sage, Paragraph 1, Grundgesetz, erster Satz, die Würde des Menschen ist, genau, das funktioniert schon prima, aber bitte dann noch ein bisschen lauter. Also noch ein Test, die Würde des Menschen ist, super. Also heute bin ich auch ein Sonntagsredner. Mal schauen, was daraus wird. Ich habe zuerst mal ein Gedicht für euch und das heißt, das geht so. St. Wendel ist ein Gedicht. St. Wendel ist ein Wunder. Der heilige Wendelin lebt. Er wandert über die Weiden wieder und heilt die Seelen der schweigenden Lämmer. Sie beginnen zu reden und erfüllen die Menschen mit Liebe und Glück. Es ist ein Gedicht, ich bin zwar verwandt mit Johannes Kühn, aber nicht so bekannt. Könnt ihr mal dahin ein bisschen leiser sein, ihr mit der Maske da? Ich hoffe, dass mir jeder zuhört. Ich darf jetzt mal schwätzen. Also ich bin in dieser IG Demo St. Wendel mittlerweile, ich kenne den Wolfgang sehr gut, der sogenannte Dichter Peyotes. Und jetzt mache ich mal ein Glaubensbekenntnis, Paragraph 4, Grundgesetz. Wir leben in einer Religionsfreiheit, in einem glaubensfreien Staat. Ich würde sagen, ich bin ein Agnostiker. Ich war früher hier Missionshausschüler von 1906 bis 1979. Da gab es aber leider kein Mädel hier oben. Und dann bin ich abgegangen auf die Realschule Notelei, ne? So. Und dann später Fachoberschule gemacht für Design, wollte Designer werden, dann hat man mir gesagt, es ist brotlose Kunst, also werd lieber Förster. Jetzt bin ich deswegen Förster. So. Und mein Glaube, das ist jetzt mein Glaubensbekenntnis, ich glaube, dass ich ein reinkarnierter, in diesem Leben christlich geprägter Kelte bin und ich glaube an die Weltsicht der Kelten. Kelten lebten hier lange bevor die Römer kamen, auch gegen die haben wir gekämpft vor 2052 Jahren, leider verloren. Sie waren freie Familien, Bauern, Krieger und Menschen. Die Würde des Menschen ist?
Sehr schön. Und sie glaubten an die Beseeltheit der Natur. Alle Tiere waren ihre Brüder und Schwestern im Geiste. Pflanzen waren beseelt und von Elfen und Zwergen bewohnt, mit denen man im Geiste sprechen kann. Und wenn jemand sozusagen einen grünen Daumen hat, dann kann er besonders gut mit diesen Wischeln. Also ich kenne Wolfgang Sagade und die Asta ist da auch sicherlich zuständig dafür. Der ist der Prumpfer grün. Das ist Wahnsinn, was die für schöne Pflanze haben. Salbei, alles Mögliche. Wer sich an einen Baum setzt und meditiert, und wir sind ja jetzt hier auch unter Bäumen, vielleicht die Hippokrates-Platane, da war ich auch schon mal in Griechenland. Wer sich unter einen Baum setzt und meditiert, der bekommt Antworten aus der Anderswelt. Die Kelten glauben, dass die Anderswelt, die Traumwelt, genauso real ist wie das Diesseits. Tagsüber leben die Kelten im Hier und Jetzt. Nachts wandern sie in der Anderswelt und nutzen auch ihre Träume und Visionen, um ihre diesseitige Welt zu gestalten. In jedem wohnt ein Licht und ohne Idee keine Wirklichkeit. Das hat was mit Quantenphysik zu tun, was wir eben gesagt haben. Also alle Häuser, alle Kinder, egal was, kann nur existieren, wenn man vorher die Idee hatte, ein Haus zu bauen oder die Idee hatte, ein Kind zu zeugen. Und zwischen den Atomen und kleinsten Teilchen ist nicht nichts, sondern dazwischen wohnt ein Spirit. Ein guter oder ein schlechter, das kann jeder selbst entscheiden. Und die Naturvölker Nordamerikas, die sagen auch, für dich, weiser Mann, ist es nur der Wind, der deine Wangen streichelt. Für uns sind es unsere Ahnen und Urahnen, die uns umwehen. Die Kelten schrieben nichts auf, um ihr Wissen nicht zu entheiligen. Sie gaben ihr Wissen in Reimsprache weiter und tradierten so ihr Wissen. Und jetzt kommt's. Unser heiliger Fintalan, von der Landbevölkerung aber Wendelin gerufen, die haben das Wort Fintalan umgemünzt in Wendelin, kam aus dem keltisch geprägten Nordirland in dieses Land voller fruchtbarer Weiden, Felder und Wälder. Hier wollte er, nachdem er den Papst in Rom besucht hatte, und um Absolution gebeten hatte, als schweigsamer Eremit in den Wäldern das weiße Martyrium suchen und leben. Er wollte so heilig werden wie Jesus zu Lebzeiten. Fintalan war ein keltisch geprägter, bekehrter Christ. Das kann man jetzt vielleicht umkehren. Ich bin ein christlich geprägter, bekehrter Kelte. Wer mehr darüber wissen möchte, dem empfehle ich die Schrift von Dr. Manfred Peter aus Primstal. Er lebt auch in Luxemburg. Und die Kelten liebten Rätsel. Und wenn ihr wissen wollt, wer ich in diesem Leben bin, der kann meine drei Anfangsbuchstaben meines Namens nehmen. Diese stecken in meinem Künstlernamen Peyotes. Und der kann nach folgenden Dingen googeln: Urwaldförster, Tour de Culture und Bikers Point. In diesem Leben bin ich ein Beamter. Und dazu später mehr. Ich bleibe hier vordergründig inkognito. Einerseits weiß ich, dass die Antifa schon seit 5 Wochen hier rumfotografiert und das alles irgendwo auf der Antifa-Org-Seite Saarland auftaucht. Also ich jetzt wohl auch. Und obwohl ich hier offen mein Gesicht zeige und die anderen nicht, die nichts Gutes im Schilde führen, begebe ich mich hierhin inkognito, weil die Würde des Menschen ist. Jetzt habe ich ein bisschen einen langen Vorspann gemacht. Warum, was bewegt mich hierher zu kommen? Ich bin Vater von einem Sohn, er ist 24,5 und einer kleinen Tochter, die ist 2,5. Ich will nicht, dass wir Eltern gezwungen werden, unsere Kinder mit einem RNA-Impfstoff, der nicht hinreichend getestet ist und der eine Genmanipulation bedeutet, gegen das neue Coronavirus geimpft wird. Das grenzt für mich an Körperverletzung. Die Würde des Menschen ist. Mein Sohn war ein kerngesundes Baby, bis er 9 Monate alt war und wir ihn gegen das 3-Tage-Fieber geimpft haben. Er war vielleicht vorher schon etwas geschwächt durch eine Erkältung. Wir haben ihn impfen lassen und er wurde dann schwer krank, lag über 6 Monate auf Intensivstation mit einer dilatativen Herzmuskelentzündung.
Mit 15 Monaten wurde er durch eine Herztransplantation gerettet. Der Herzmuskel wurde untersucht und es wurde festgestellt, der Epstein-Barr-Virus, pfeifersches Drüsenfieber und auch der Zytomegalin-Virus hatten den Muskel befallen und zerstört. Er überlebte 4 Lungenentzündungen, eine davon mit multiresistenten Krankenhauskeimen, und hat in seinem Leben 12 Operationen überstanden. Durch die Immunsuppressiva, Medikamente, die er zeitlebens nehmen muss, wurden die Nieren in Mitleidenschaft gezogen und mit 20 Jahren kam er an die Dialyse. 2017, nachdem wir beide einen Untersuchungsmarathon absolvierten, der 1,5 Jahre dauerte, durfte ich ihm eine Niere spenden. Wir leben damit sehr gut. Jedoch sind wir beide vulnerable Personen, die zur Risikogruppe zählen. Wir sind sehr froh, dass viele Menschen ein Bewusstsein entwickeln, dass Risikogruppen besonders geschützt werden müssen. Und mein Sohn wünscht sich, dass er nicht mehr ungeschützt angehustet oder angenießt wird. Immunsuppressive Personen werden dann lebensbedrohlich krank, aber egal, ob durch Influenza A oder B oder Corona. Es gibt 150 Viren, die lebensbedrohlich wirken können. Und das nicht erst seit 2020, so unsere Lebenserfahrung. Voraussetzung für die Nierenspende war in Deutschland, dass wir 2-mal vor eine Ethikkommission treten mussten. Diese musste grünes Licht geben, untersucht wurde, ob ich aus Liebe und nicht für Geld meinem Sohn eine Niere spende. Warum wurde das ethisch geprüft? Weil die Entnahme einer Niere aus einem gesunden Menschen heraus eine Körperverletzung ist, die der Arzt nur vornehmen darf, wenn das alles vorher überprüft wurde. Denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich bin grundsätzlich kein Impfgegner und die Masernimpfung haben wir auch durchführen lassen. Sonst dürfte meine Tochter den Kindergarten nicht besuchen. Aber ich möchte nicht, dass auch meine Tochter zwangsgeimpft wird mit Remdesivir oder Pandemrix und gegebenenfalls als Nebenwirkung eine Narkolepsie oder Epilepsie bekommt. Es gibt nicht wenige Kinder, die haben eine schwere Behinderung und wohnen in Hannweiler im Pflegeheim, weil sie geimpft wurden. Denn auch sie hat ein Recht, meine Tochter, auf körperliche Unversehrtheit und die Würde des Menschen ist... So gehe ich seit ein paar Wochen auf die Straße, zuerst in Tarnung hinter Wolfgang, der hat einen breiten Rücken, da konnte man sich immer schön verstecken. Aber ohne Widerstand hätte der Bundestag, und ich muss jetzt auch sagen, ohne Ken Jebsen, hätte der Bundestag, ohne Ken Jebsen und die alternativen Medien, hätte der Bundestag am 14. Mai 2020 schon, also vor über 2 Wochen schon, den Paragraphen 28 im Infektionsschutzgesetz dahingehend geändert, dass wir, nachdem der Bundesrat womöglich schon am 15.05. zugestimmt hätte, in Deutschland wie in Dänemark schon geschehen, die Impfpflicht hätten und jeder Deutsche hätte dann einen Immunitätsausweis bei sich tragen müssen. Jetzt liegt diese Änderung beim Ethikrat zur Entscheidung und Impflobbyisten hoffen, dass Spanien, Italien, Frankreich die Impfpflicht national gesetzlich einführen und diese dann über das Europaparlament, passt auf, sozusagen auch in Deutschland durch die Hintertür eingeführt wird. Die Menschen, wir, das Volk sind der Staat. Ich möchte aber nicht rufen, das Volk sind wir. Ich möchte nochmal auf die Formel zurückkommen. L'État, der Staat, som nous. Wer leistete Widerstand? L'État! Das bin ich. C'est nous. Ah, eine Französisch kennt ihr. Wer wird als Verschwörungstheoretiker bezeichnet? L'État! Also wir. Wer ist der Souverän in der BRT? L'État!
Wer ist das Volk? L'État. Und die Würde des Menschen ist? Wie viele Minuten habe ich noch? 2. In 2 Minuten erkläre ich, warum ich als Beamter mich traue, auf die Bühne zu gehen. Also, ich war erschrocken. Bei der ersten Demo war hier eine sehr mutige Lehrerin, eine Schulleiterin. Ist sie noch da? Senu. Und die hat mich ermutigt, weil ich habe immer gedacht, das Grundgesetz ist unzerstörbar. Und ich habe einen Amtseid abgelegt, und zwar 1990. Jeder Beamte leistet einen Amtseid. Ich spreche euch mal die Formel vor, worauf ich einen Eid geschworen habe. Ich habe also weder auf die SPD, noch auf die CDU, noch auf die Grünen, noch auf die Linke oder sonst was geschworen, sondern ich habe einen Amtseid abgelegt, und der heißt: Ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, die Verfassung des Saarlandes und die Gesetze beachten und befolgen, das mir übertragene Amt gerecht und unparteiisch verwalten und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen werde, so wahr mir Gott helfe. Der Eid kann auch ohne die Worte "so wahr mir Gott helfe" geleistet werden. Das Zweite ist, der Beamte hat eine Remonstrationspflicht. Beamte können zum Widerspruch verpflichtet sein. Beamte sind nicht zu blindem Gehorsam verpflichtet. Haben sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihres Handelns, müssen sie ihre Bedenken gegenüber ihren Vorgesetzten äußern. Ein Beispiel: Ein Baden-Württemberger Polizist hat jemandem, der im Internet stark vertreten ist, der digitale Chronist, einen Brief geschrieben, dass er zurzeit in Berlin keinen Dienst tun dürfte, weil dann müsste er remonstrieren, weil die zu rabiat gegen die Demonstranten vorgegangen sind. Das finde ich sehr mutig, weil der wird nur schlecht beurteilt und wird auch nicht mehr befördert. Aber die Würde des Menschen ist... Und jetzt kommen wir zum Schluss. Wichtig ist immer die Verhältnismäßigkeit. Es gibt das Verhältnismäßigkeitsprinzip in Deutschland. Und die Definition ist: Verhältnismäßigkeit verlangt, dass jede Maßnahme, die in Grundrechte eingreift, einen legitimen öffentlichen Zweck verfolgt und überdies geeignet, erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinne angemessen ist. Eine Maßnahme, die dieser Anforderung nicht entspricht, ist rechtswidrig. Und dann komme ich zu dem Punkt, das müssen am Schluss unsere Verfassungsgerichte entscheiden, ob die Verhältnismäßigkeit gegeben war. Wir müssen mehr oder weniger vor das Gericht ziehen und müssen klagen. Der Mundschutz bringt Ihnen nichts, wenn Sie keine Infektion haben. Der Mundschutz bringt was, wenn man eine Infektion hat und man will vulnerable Personen schützen. Und das ist genau das, was ich meinem Sohn versprochen habe. Ich habe gesagt, ich gehe auf den Schlossplatz und sage: Gewöhnen wir uns eine Kultur an, die sinnvoll ist. Ziehen wir die Masken bitte nur an, wenn wir glauben, dass wir einen Infekt haben. Bleiben wir zu Hause, wenn wir einen Infekt haben. Gehen wir nicht arbeiten, wenn wir einen Infekt haben. Husten wir keinen an, wenn wir einen Infekt haben. Ziehen wir die Maske an, um Risikogruppen zu schützen. Aber seien wir bitte schön nicht so blöd und ziehen 80 Millionen, ziehen die Maske an, und wir haben eine Infektionsrate von noch 8000 Leuten, die in Deutschland infiziert sind, und wir haben eine Sterberate von 0,37%. Dr. Bodo Schiffmann hat gesagt: Es ist wahrscheinlicher, in Deutschland von einem Zug überfahren zu werden, als an Corona zu erkranken. Und mein Schlusssatz ist: Die Würde des Menschen ist... Dankeschön.